Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Ja, wir sind in Staffel 2, meine lieben Freunde. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich hatte ja angekündigt, dass ich eine neue Staffel League of Legends jetzt starte. Wir haben ja Folge 102 aufgehört, folglich ist das hier Folge 103. Andererseits hat sich einiges verändert. Ihr seht das schon, wir haben hier jetzt einen neuen, na, wie heißt's denn? Ladescreen. Ein neues Bild, denn ich tue ab jetzt nur noch Spiele, die ich gespielt habe, aufnehmen. Das hat folgende Gründe. Erstmals tut sich meine Sprachqualität etwas verbessern, da ich mich ja in-game auf Spiel konzentrieren musste. Zudem konnte ich mich auch nicht richtig auf Spiel konzentrieren. Und ihr seht schon hier den Invade, kurz mal eingemerkt, wir invaden hier gerade. Unser Jungler hat gesagt, go, 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 wir invaden. Ja, und es ist alles ein bisschen besser geworden. Ich kann auch so viel zocken und kann das einfach im Nachhinein. So. Und da kommt der Crab vom Blitzcrank, das bin übrigens ich. Crab, oh, zu früh, zu früh, zu früh. Draven geht mal raus, da stammt der Arzt hinterher. Flash, und da kommt die Main, und erstes Blut für Hackerin. Super, zwei Flashes raus, aber erstes Blut ist auf jeden Fall schon mal etwas wert. Wer es mitbekommen hat, wir haben Warfork hinter unserem Namen stehen. Das ist gerade unser 9. Ranked Game. Da habe ich meinen Crab leider verkackt. Als Ranked Team, wir haben ja mittlerweile ein Ranked Team. Hier, alles kein Ding. Ich schub ein paar Tränke gleich. So, da wird auch reingeschubt. Und es geht weiter. War auf jeden Fall ein guter Start. Olli will hier zurückgehen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Ah, ne, doch nicht. Und da kommt seine Grip. Und, Swain. Na, kriegt man den noch? Nein, aber Swain muss weggehen. Und da kommt der Blue Buff, der Red Buff. Wir engage natürlich auch. Engage auf den Red Buff, ja natürlich. Der Red Buff rennt weg, man sieht es förmlich hier flashen hinterher. Nein, eigentlich nicht. Okay, da ist unser Jungler Level 2, der Leonidas. Übrigens, wen es interessiert, höchstwahrscheinlich wird das Team, wie ihr es hier seht, nicht mehr so sein. Da wir zwei Squads aufmachen werden. Das heißt, ihr werdet höchstwahrscheinlich nur noch den MC Dragon, mich und noch drei andere finden. Ah ne, der Olli ist auch mit dabei, der Onryo. Die gegeneinander kämpfen. Jetzt tue ich mal hier unten erstmal, das müsste ja theoretisch gehen, alles zusammenlegen. Genau, man kann nämlich hier die Champions tauschen, das ist super. Dann packe ich mal die Vayne neben den Draven, dann packe ich mal die Jungler nebeneinander. Dann packe ich mal die Toplane hier nebeneinander. Und dann haben wir hier die Midlaner und die Supporter. Die tue ich übrigens nochmal vertauschen, das ist besser, wenn wir hier die Supporter nebeneinander haben. Ja, das wären so Analyse-Games und also wenn ich Games mache, das wird so eine halbe Analyse. Wie haben wir gespielt? Was könnten wir besser machen? Ihr könnt natürlich auch sagen, das ist immerhin wirklich erwiesen, was gut rankt. Da geht, da geht die Dame aber ziemlich greedy rein. Fiora kein Early Champ. Auch ich habe da gerade erstmal ordentlich auf die Fresse bekommen. Fiora sehr kritisch. Enkel haben wir am Anfang schon. Wir liegen 600 vorne. Man hört übrigens auch die Wolke im Hintergrund. Hallo Wolke. Hallo. Der ist auch mit dabei, falls ich mal kräftig ins Mikrofon pupsen muss, korrekt er das dann mit seiner penetranten Stimme. Das war super ausgedrückt, oder? Fiora sehr cool. Richtig. Fiora gegen Heimerdinger ist natürlich auch ein sehr schlechter Pick. Die dachten natürlich, Heimerdinger geht auf die Mitte, deswegen hat der Heimerdinger auch gepickt. Und da kommt der Jungler auch keine Chance gegen den Heimerdinger. Das ist echt krass, also ein Heimerdinger zu... Und da hat sie wirklich den Heimerdinger gekillt. Da hat es sich außerhalb seiner Range von den Turm begeben, sollte man natürlich nicht machen als Toplaner. Allgemein das Heimerdinger nicht. Und auch die Mitte hat Probleme gegen den Swain. Das ist übrigens der Onryo, der Olli, unser Master Olli. Und da kommt der Grab und der Stunner hoch und der Dodge an die Wand. Super gemacht. Und. Ich fokussiere den Draven noch ein bisschen. Morgana kommt davon. Um 1, 2 Hits auf den Draven und das war's. Midlane immer noch ziemlich ausgeglichen. Ah, da geht der andere ein bisschen rein. Durch die Minions durch. Sollte man nicht machen. Auf der Botlane momentan gleicher Stand. Da kommt ein Gang vom Jungler vom Gegnerischen. Wir haben zwei Hackerims. Hatten wir zwei Hackerims? Ah ne, wir hatten Hackerim. Ach, das ist unser. Die sind rot. Ach so, die sind rot. Oh. dann kriegt das Spiel eine ganz andere Wendung. Ja, nee, normalerweise bist du ja im Game nicht rot angezeigt. Das hat mich jetzt gleich verwirrt. Die Commentaries sind natürlich von Tag zu Tag auch besser. Es ist jetzt nicht unbedingt oft, dass ich sowas mache. Ich habe auch noch ein altes Commentary, das wird dann als zweites Commentary einfach eingebaut. Das wollte ich zwischendurch noch veröffentlichen, habe es aber nie getan. Da wieder Heimerdinger, zu wenig Türme. Viel zu wenig Türme.
als Heimerdinger würde ich immer in meinen drei Türmen bleiben, aus dem einfachen Grund, dass man gegankt werden kann. Also man sollte mindestens, man sollte immer seine drei Türme stehen haben. Egal wo man hin sich bewegt. Ah, da kriegt er Morgana den dann nicht hin. Natürlich Vayne, der MC Dragon ist natürlich mein Premate, der weiß, wie man dodgt. Der hat auch eigentlich eine wesentlich höhere Elo, und da ist der Jungler, der bleibt auch der Jungler, denkt, dass wir ihn nicht mehr merken. Natürlich wissen wir, dass der Jungler auch da ist. Und er wird ausgewählt und mit Krieg! Schade, schade, da habe ich ihn verkrappt. Da stand noch ein Minion dazwischen. Hyperdinger pusht schon ordentlich den ersten Tower. Und wie sieht es denn farmtechnisch aus? Momentan Draven und auf der Botte am besten am Farm, aber da steht die Vayne mit keinem hinterher. Die Supporter sind auch sehr ausgeglichen, beide null Farm. Da wird auf jeden Fall nichts falsch gemacht und da crappe ich die Morgana wieder. Und da kommt. Okay, das ist jetzt. Habe ich ihn kurz den Exos draufgepackt, damit da nichts weiter passiert. Da kommt der Hackerin zu uns runter, ist natürlich gewarnt, passiert nichts. Botlane zieht sich langsam zurück. Jungler technisch hat unser Hackerin auf jeden Fall einiges mehr. Er hat einen Kill, die wie hat nur ein Assist und er hat, na gut, haben wir sieht gleich aus. Midlane technisch ist auf unserer Midlane etwas gefiedelter durch den Assist. Haut da oben nicht drauf, flasht hinterher. Der Flash war vielleicht ein bisschen übertrieben. War nicht da, ob er den wirklich kriegt. Okay. So, das Monster sieht ganz ausgeglichen aus, also wir führen mit 1k Gold, das kann sich natürlich schnell ändern in so einem Game. Da stellt er die Türme wieder auf, etwas nah beieinander. Man sollte aufpassen, bei Fiora mag das vielleicht gehen, dass man die Türme nicht zu nah aneinander stellt, spätestens wenn sie Hydra hat. Zu greedy, da muss der Flash racen. Und da kommt noch Ali und ja gut, der, das war jetzt nicht die Glanzleistung. Normalerweise hätte er einfach reingehen müssen mit dem Stun, mit dem Slow und hätte da zwei Kills easy bekommen. Vielleicht nur einer, aber auf jeden Fall hätte er einen Kill bekommen. Da hilft die Midlane. Ja, und was hätte er gemacht? Beim Red Buff. Man sieht auch, das Warding funktioniert nicht so gut. Botlane ist gewordet. Wir haben uns da ganz gut abgesprochen. Ansonsten ist der ganze Jungle dunkel. Drüben sieht man noch im Gegner-Jungle einen aggressiven Ward von uns und einen defensiven von der Midlane, damit er von hinten nicht gegankt wird. Kann aber auch sein, dass wir gerade eben gesetzt wurden bei diesen Dings. Was ich zu Heimerdinger gerade sagen wollte, wenn du deine Türme so nah setzt, spätestens wenn die Dame Hydra hat, sind deine Türme innerhalb von ein paar Sekunden weg, weil sie mit der Hydra alle Türme gleichzeitig packt. Man sollte Heimertürme immer in einem Dreieck von, keine Ahnung, leg einfach die Fiora einmal auf den Boden und soweit sollten die Türme auseinander sein. Durch die Fiora flach. Durch die Fiora flach, soweit der Türme auseinander. Dann weißt du, was du mit deinem Turm machen musst. Und da geht sie rein, Da flasht sie raus und Heimer. Ah, das wäre jetzt der Kill gewesen. Schade, dass du verfehlt hast. Aber war eine gute Idee. So. Ulti down und da klemme ich die Morgana wieder. Und ja, jetzt kommt der Kill, von meinem ADC. Go, 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 go. Da geht die Welt rein. Und tot. Leider hat sie noch nicht dann, wodurch die auch gestorben ist. Da kommt der Gank und das könnte jetzt Heimerdingers Ende sein. Denn er hat kein Sonjas und ja, das war. Und hier man sieht es, die Türme stehen viel zu nah aneinander. Man kann die einfach ganz easy umgehen. Das ist auch der Grund, warum man Türme von Heimerdinger in einem größeren Dreieck stellt. Man kann die Türme nicht umgehen. Wenn du dich mitten reinstellst, niemand kann in dich rein, ohne mitten in diese Türme zu gelangen und wirklich von allen dreien permanent unter Beschuss zu stehen. Und die machen richtig gute Schaden. Ja, oder zum Beispiel auch Blitzcrank kann dich ganz schlecht trappen, wenn deine Türme in einem größeren Radius stehen. Kommt der Heimerdinger zurück. Das ist keine gute Idee mit Heimerdinger, aber er kriegt den Kill. Oh, er kriegt den Kill. Super gemacht. Aber an sich ist es keine gute Idee, mit Heimerdinger direkt auf eine Lane zu spawnen. Da kommt der Hacker, man sieht schon, ich gehe nach oben. Ich sehe, hab's gesehen, ich renne nach oben, versuche den Kill zu secure. kein Kommentar dazu. Ja, zum Heimerdinger. Es ist kritisch, bei Fiora ist das okay, das haben wir auch gesehen, die ist super. Und da geht's weiter, Da wird der Draven gepickt und hochgeschlagen von mir. Exhaust und ich komme weg.
Da gab es deine Meinungsverschiedenheit. Ich war der Meinung, sie kriegt den Draven noch easy. Sie hatte gesagt, also er in dem Sinne, ich nenne mal die, was auch immer er spielt. Er meinte, es geht nicht. Ich habe mich dann dazu überreden lassen, dass es nicht geht. Und der Swain. Und da stirbt der Swain. Super Gank vom Heimerdinger. Fiora hat den Tower verloren. Das heißt, er hatte freie Bahn zum Ganken. Eine gute Aktion. Und dann kommt der erste Kill vom ADC, super! Da kommt der Gegner so, da habe ich hier gepinkt, sollte weggehen. Und ich renne natürlich auch voll rein. Ich renne natürlich auch noch voll rein in diese Ulti, um mir irgendwie zu helfen, was natürlich mega schwachsinnig war. Und deswegen gab es einen Doppelkill-ADC-Abtausch. Rain und Drave momentan noch auf gleichem Stand der Kills. Ein einziges Assist mehr hat meine Rain. Und der Draven hat 5 Farben weniger, ansonsten sieht das alles gleich aus. Draven hat natürlich wesentlich aggressivere Items. So, schauen wir uns mal die Supporter kurz an. Ich habe natürlich jetzt schon einige Kills, einige Last Hits in den Momenten, wo Vayne weg war. Ist jetzt nicht so schlimm, müsste eigentlich nicht sein. Aber auf jeden Fall hilft es mir, die Lane mit zu dominieren. Man sieht, ich gehe Rush auf die Träne, da Blitzkrieg natürlich Mana-Schluck ohne Ende und auch im späteren Spielverlauf mit Aktienzeit immer Mana-Kostspieliger wird. Und ich da mit Blitzkrieg mein Bild. Man muss dazu sagen, in dem Moment, wo ich dieses Ranked-Game gestartet habe, es ist immerhin ein Ranked-Game für das gesamte Team, war es das zweite Mal, dass ich Blitzkrieg gespielt habe. Ich habe mir erst einen Tag vorher Blitzkrieg gekauft und dachte mir einfach mal, ich mach das. Oh. Doppelkill-Austausch für beide. Ganz okay, muss nicht sein. Und da kommen wir nach oben und da kommt der Hammer, da kommt der Hacker noch. Ich hab noch nicht gegrabt. Jetzt grab ich! Hab den Kill bekommen. Diese Stelle raff ich nicht ganz. Und auch diesen Kill bekomme ich. Ich wollte nur einen Auto-Attack tun. Da gab es natürlich Kritik vom Jungler, war ganz angebracht. Es war natürlich nicht beabsichtigt von mir in diesem Fall, die Kills zu nehmen. Ihr habt es gesehen, die Ulti, ich kann das nochmal kurz rückgängig machen. Nee, noch ein bisschen weiter. Ja, jetzt. Ich war, glaube ich, schon zu weit. Genau, wir gehen da hoch. Draven und Dings sehen das nicht. Wir machen den Drake. Ich wurde geschossen. Die pushen durch. Ich geh mal hier runter auf die Sicht. Die pushen jetzt hier die Botlane durch. Sieht man das nochmal komplett. Das haben wir gar nicht so gemerkt. Muss man gestehen. Das haben wir nicht gesehen. Und jetzt sehen wir das auf einmal. Okay, warte mal. Draven ist da gerade. Wir gehen hoch. Ich sag den Jungle noch, stopp, du kommst mit. Er hat ja noch ein bisschen Leben. So. Und da rennen sie weg. Ich crappe noch nicht. Dachte mir, okay, mach's aber nicht. So. Laufen vor dem. Er fokussiert meine ADC. Man sieht es hier, ihr habt es gesehen. Die Ulti hat ihn nicht gefinisht. Und trotzdem habe ich den Kill bekommen. Hab ich nicht ganz verstanden. Hier beim zweiten weiß ich nicht, ob vielleicht war es sogar nötig, der Auto-Attack am Ende noch. Ist der Vayne vielleicht sogar noch vorher gestorben. Aber im Endeffekt hat es keinen Unterschied gemacht. Leider. Der hatte auch kein Heal oder sowas dabei. Das war Vayne. Und die hat es wirklich auch. Ich sehe gerade. Die Vayne hatte wirklich Supporter-Ruhen drin. Da muss ich ihn so doch nachher gleich mal fragen. Der Vayne hat... Mein ADC hat Supporter-Ruhen drin gehabt. Na lol. Okay, na dann. Dann ist das sogar eine ziemlich gute Botlane gewesen. Wenn wir Supporter-Ruhen gewonnen haben, dann... Respekt. Man sieht auch schon mittlerweile, zeichnet sich es doch ganz gut aus. Wir haben eine gute Kommunikation in diesem Spiel gehabt. Da muss ich nochmal alle loben, die im Team waren. Auch wenn... bei mir, ich renne dann immer so durch die Map und sage Warden, Drake, Warden, Drake. Das kann manchmal etwas stressig sein, aber sonst war die Kommunikation sehr gut. Wir sind jetzt 5k im Vorteil. Rain, super gedodged. Wir haben 4 Kills mehr. Wir haben auch schon die ersten beiden Tower geholt. Es läuft momentan alles sehr gut. Ich habe im Blitzwing natürlich jetzt einen entscheidenden Vorteil der Morgana gegenüber. Ich habe eine 2-1-3 Statistik, habe auch schon 13 Farms. Und da habe ich den Draven geholt und da kommt mein ADC und macht den ersten Kill. Ich renne hinterher, Vayne holt sich die. Sie haut den hier raus, will mich noch killen, das war mir irgendwie klar. Nee. Und da hau ich sie hoch und tot. Der Flash war in dem Moment vielleicht sehr unnötig von mir, den hättest du auch sicher alleine bekommen.
Aber da dachte ich mir in dem Moment einfach mal, sicher ist sicher. Habe ich nicht viel mit nachgedacht. Diese Türme, guck dir diese Turmaufstellung hier oben an. Diese Turmaufstellung, ja, ne. Diese Turm. Da muss einer reingehen mit einem CC, mit einer CC-Attacke. Und die Türme sind sofort down, da kannst du nichts mehr machen. Und dann stehst du da ohne Türme, das ist nicht ganz so gut. Aber ansonsten ein gutes Game bis jetzt. Was hat Heimer denn? Er hat eine 4-3. Na gut, es ist ein bisschen Healing mit dabei. Aber auch mein ADC macht da nichts wett. Man sieht momentan, ich habe 2 Assists mehr. Wir sind also jetzt sehr dominierend auf der Botlane. Ich habe den Humor von Morgana einen Hardcore-Unterschied. Ich habe sozusagen 5-6 Töten. Da kommt die Ulti. Da kommt die Ulti. Und sie stirbt. Heimerdinger angebrannt. Schafft es aber locker noch. Muss jetzt aufpassen, die Wii kommt hoch. Heimerdinger sieht das natürlich. Kommt auch rechtzeitig noch weg, hoffe ich. Ja. Da kommt die reingeflasht. Reingejumpt mit ihrem Jump. Sieht, dass die Tower noch aktiv sind. Heimer war also lange vor kurzem noch erst noch hier. Verliert dabei sogar noch Leben, weil sie sich unbedingt mit dem Tower anlegen muss. War jetzt nicht so intelligent, man hätte einfach vorbeilaufen können. Weil er kann den Tower nachher eh wieder aufstellen. Da muss man nicht sein Leben für verschwenden. Auch in diesem Vogel vom Swain sollte man nicht unbedingt drin. Und da kommt hier. Moment, das muss man nochmal erklären. Das muss man nochmal erklären. Moment, das muss man nochmal erklären. Das habe ich. Das war eine sehr geile Stelle. Und zwar, man sieht uns jetzt hier nicht im Hackerun und kann man meine Items beobachten. Ich habe mir mittlerweile das Speed-Item geholt, weil ich das sehr interessant fand. Man sieht jetzt mich im Hackerun hier. Hackerun möchte noch nicht engagen. Verständlich natürlich. Swain hätte jetzt einen viel zu kurzen Rückweg. Darum bleiben wir hier kurz stehen. Es war natürlich in dem Sinne etwas kritisch, dass wir einfach stehen geblieben sind, ohne irgendwas zu machen. Hackerin rennt aber gleich los und macht die Minions, während ich bei ihm stehe. Weil er doch ein wenig lange braucht und absolut nicht pusht. Und sie ist jetzt, macht er Minions. Jetzt, genau in dem Moment, fängt Swain an zu pushen.